Hey Freunde, herzlich willkommen. Lenky, was machst du denn da? Oh, cool, er kann jonglieren. Und, wow, das sieht ja geil aus. Smack, smack, smack. Wie geil ist das denn bitte? Ja, und schon sind die Orangen weg. Also Freunde, herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Wir sind wieder back. Und ich denke, es wird Zeit, Bananas abzugeben. Ich hoffe, ich habe genug. Ich glaube, ich habe schon geguckt, letzten paar. Das dürften genug sein. Na, dicke, 217 reicht doch aus. Ich verfütter mal Linkys Bananen einfach hier. Der soll ja ein bisschen Alkohol kriegen. Außerdem passt gut zu seiner Farbe. Ah, die Nilpferde, ich finde die, eigentlich sind es ja keine Nilpferde, ich glaube, links da soll ein Schwein darstellen und, weil die sehen ja ein bisschen unterschiedlich aus. Oh, 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 Erdbeben hier, Alter. Na gut, einfach mal den nächsten Kong holen, ich glaube, Teenie hat noch ziemlich, okay, Tiny, ja, ich sag mal Teenie, ich weiß auch nicht wieso. Die hat auch noch, ja, super, 70 Bananen, hier, guck mal, lila Bananen. Und keiner hat mir Comment geschrieben, was ihr denn von den lila Bananen glaubt, was sie sein könnten. Aber naja, lila, vielleicht, eine Traube gemischt mit einer Banane, ich weiß es ja nicht. Vielleicht schmecken sie auch alle unterschiedlich. Wie die Gummibärchen. Ich keine Ahnung. Und Kamera 1 und... Ja. Streck dich, du fette Sau! Also, das klingt jetzt ein bisschen nach, zweideutigen, Sachen. So, wen verfüttern wir noch? Ach komm, die Blutwurstbanane. Ein bisschen, Blutwurst, die macht doch schön fett und so. Außerdem ist Didi derjenige, der den Boss macht. Oh yeah. Hier kommen Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Ey, ist der fett geworden. Und oh mein Gott. Ah, geil. Ja, der Schlüssel ist auf, aber wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man, das Brett bewegt sich auch weg. Wie hat das Schwein das wohl erledigt? Na gut, dann streite ich mich nicht drum. Didi macht den zweiten Boss. Oh yes. Very nice. Der Boss ist ziemlich cool. Ihr werdet ihn ja gleich zu sehen bekommen. Einmal Ratschlag und let's go. Und... Naja, scheiß Lache. Und... Oh, was ist denn hier los? Hört ihr auch dieses Geräusch? Oh. Oh, das ist ein Blues. Einfach platt gemacht. Oh, Didi. Böse Affe. Und man weiß ja immer, Eltern sind ja meistens nicht weit weg von ihren Kindern. Oh! Wie geil. Hä, du Arschmann, du hast mein Kind getötet. Oh, fuck! Das ist halt Porno. Wow, wow, wow. Und es geht los. Wir haben ein bisschen mehr Energy als beim letzten Boss. Das heißt, er dürfte kein Problem sein, soweit. Wow, wow, wow. Alter. Dreh mal nicht ganz so viel durch. Hier, was? Und kaputt. Oh. Was war das denn gerade? Schnell! Und Cover uns. Treffer. Versenkt im wahrsten Sinne des Wortes. Ist wusch. Oh, that's very hot. Das ist sehr effektiv. Wollen wir ein bisschen leiser machen hier, das geht ja gar nicht gerade. Oh, Mann, Alter. Du verrücktes Schwein, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Twem! Haha, hast du den da? Zem! Zem! Haha. Im Grunde macht er immer nur seine 5 Angriffswellen und letztlich denn... Oh, Manno. Und letztlich denn im Grunde seine... Angriffswellen mit 5 Feuerkugeln immer doppelt. Jetzt das dritte Mal und jetzt wird er auch 15 Kugeln auf uns abschießen. Die sind eigentlich relativ leicht auszuweichen, aber man sollte sich doch von der Druckwelle der Feuerbälle in Acht nehmen, weil die können doch durchaus... Oh, reinzimmern. Ansonsten ist der Boss relativ simpel, aber er wird uns auch nicht das... Boah, genau das meine ich. Er wird uns aber auch definitiv nicht das letzte Mal begegnen. Oh, Mann, du verrückter Spinner, Alter. So, einmal und zack. Das Geile ist eigentlich immer, dass man hier diesen Attacken sehr gut ausweichen kann, weil beim zweiten Mal, wenn wir noch in der Luft sind, schießt er die Bälle einfach über uns hinweg und damit kann man ihn locker besiegen. Gewonnen! Und da ist der zweite Schlüssel. Donkey Kong. So, und was ich mal anmerken möchte, weiß nicht, war das hier schon irgendwo... Ja doch, hier konnte man auch runterfallen. Ich glaube später, diesen Kampf wird man nämlich nochmal in einer ähnlichen Art, aber mit einem anderen Kon machen müssen. Ich glaube, da konnte man nicht mehr abstürzen nach dem Kampf. Aber da war ich mir nicht sicher. Da gab es immer einen ganz komischen Bug irgendwie. Bei dem einen durfte man nicht runterlaufen nach dem Kampf, bei dem anderen könnte ich jetzt einfach runterspringen, aber ich lasse das einfach mal und sammle den Schlüssel. Und ich quatsche wieder viel zu schnell. Ich habe schon wieder einen völligen überdrehten Redebedarf. Ein ganzes Wochenende über habe ich nicht let's played. Ach, ist doch furchtbar. Und ihr müsst euch das jetzt alles wieder anhören. Aber wir haben den zweiten Schlüssel und ich denke mal, das ist ein Grund. Oh, da oben sind Lenky-Bananen.
Sollte ich eigentlich vielleicht mitnehmen, aber... Pff, nö, wieso? Ich schnapp mir einfach Didi und, verlasse jetzt nämlich einfach mal die Welt. Wir benutzen den zweiten Schlüssel, um direkt die zweite Welt freizuschalten. Und für diese Reise jetzt, ich will jetzt nicht so viel über mit dem Spiel kommentieren, sondern mal ein Thema anschneiden. Das dachte ich, das mache ich mal wieder. So. Wo ist denn die 1er-Platte? Oh, da ist ein Lenky. Na gut, komm, nehmen wir die noch mit. Das ist ja kein Staatsverbrechen. Und was ich anmerken wollte... Oh. Kreisch, hallo Lenky, Mann, auch du kannst hier 5 goldene Bananen finden. Hä, ich hab doch mal Lenky schon draußen gehabt, was... Hä? Ey, was labest du? Na gut. Spar ich mir mal. Und was ich mir als Thema überlegt habe, ist, das ist wieder ein Thema, was man sonst gerne vermeidet. Gerade so als Kerl, wenn man dann mal den Kürzeren sieht irgendwie. Und ja, so geht's um ein Jungs-Mädchen-Thema, das ist schon fast richtig. Und zwar, also ihr kennt ja bestimmt alle diese, ich sag mal, direkt Klischee-Regel, dass Mädchen in der Entwicklung von reifer sein 2 Jahre... zwei Jahre weiter sind als wir Jungs, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich bezeichne mich jetzt mal als Junge. Obwohl ich mit 20, glaube ich, das nicht mehr wirklich bin. Obwohl, da ja, ich spiele mal noch Nintendo-Spieler. Ja, was knackt und bash! Haha, Bastard. Aber die nehme ich gerne mit. Und ich wollte euch mal fragen, irgendwie, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Und ich glaube, da wäre es ganz hilfreich, wenn ihr mal wieder die Kommentarbox benutzt. Ich bin da mal sehr neugierig, was eure Meinungen sind. Also ich bin interessiert, was meine Abonnenten so für Leute sind einfach immer. Und ja, da kommen so eine komischen Fragen dann immer bei raus, dass ich mich frage, was ihr denn von diesem Thema glaubt. Naja, ist komisch, oder? Ach komm, das spare ich mir jetzt auch mal. Ich wechsle mal zu Didi, der ist irgendwie schneller. Außerdem hat er den zweiten Boss das gemacht, also darf er den Schlüssel abgeben. Und ich habe da so ein eigenes Thema zu, ich weiß nicht, das möchte ich euch gerne mal so offenbaren, was ich davon denke, ich weiß nicht. Ich glaube, nicht nur Abonnenten sind für mich interessant, sondern auch der Let's Player natürlich für euch, ne? Ihr seid, ich denke mal, gibt einige von euch, die interessieren, was ich so an Hobbys habe und was ich so über ein paar Themen denke, ich weiß. Das ist immer relativ interessant eigentlich. Und ja, da ist die Frage erstmal, was versteht man jetzt eigentlich, und mit dem man über Reife, man sagt, dass Mädchen 2 Jahre reifer sind als Jungs. Das ist immer so eine Überschlagsregel, weswegen manchmal mal sagt, na, die Jungs, die müssen bei einer Beziehung immer älter sein als die Mädchen. Hängt vom Alter ab, würde ich sagen. Also generell erstmal Jungsalter, da könnte man jetzt wieder sagen, ja, er ist 19 und sie unter 16, ihr wisst, das ist strafbar unter bestimmten Umsätzen, wenn man dann etwas mehr als, also wenn man dann wirklich auf eine ernsthafte Beziehung, also ihr wisst, was ich meine, ich will es jetzt hier jetzt nicht groß beschreiben. Ich will jetzt keinen Aufklärungsunterricht machen. Aber erstmal haben wir Kaylumsi den zweiten Schlüssel gespendet, obwohl er sich freut, warum auch immer, denn eingesperrt ist er ja irgendwie immer noch. Was ich auch nicht verstehe, wo ist hier eine Tür zum Aufmachen? Ich meine, schön, wir können alle 8 Schlösser aufmachen, aber was bringt das? Und oh mein Gott, hä? Was zum Henker? Keine Weltentor öffnet sich, sondern einfach nur eine Platte, die ganz simpel hochgeschoben wird und... Oh, doch, eine offene Tür. Swooden und... Oh, noch eine Tür. Ja, wir können direkt die 3. und die 4. Welt beschreiten. Jedenfalls, also ich glaube erstmal, also jetzt muss man unterscheiden, welche Reife meint man. Also ich bin durchaus der Überzeugung, dass Mädchen 2 Jahre reifer sind, wenn man von biologisch her ausgeht, dass das ist kein nichts Neues, wenn man sagt, Mädchen sind 2 Jahre reifer im Sinne von, naja, sie kriegen eher die Pubertät und sind eher geschlechtsreif und was man da alles noch so für Voraussetzungen, Bedingungen, hast du nicht gesehen, so alles dazu schmeißt in den Topf und wow, scheiße, ich wollte nicht tauchen. Mann, Didi, was machst du denn da? Blöder Schimpanse! Ach, geht doch. So. Und ich denke, da kann man gar nichts groß drum reden. Ja, die Mädchen sind einfach eher in einer Beziehung. Also ich meine, ich kenne meine Cousine, ich könnte jetzt ein paar Details verraten, aber ich glaube, das spare ich mir an der Stelle einfach mal. Weil das ist privat, das muss nicht jeder wissen. Jedenfalls denke ich, dass in der heutigen Generation die Mädchen wirklich extrem früh in einer pubertären Phase sind. Oh, da unten ist eine Tiny-Platte, sehe ich gerade. Die wir extrem spät freigeschaltet kriegen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Egal, jedenfalls denke ich aber vom Verhalten, also man kann ja Reife auch als verhaltenstechnisch bezeichnen. Und da denke ich, geht die Meinung ganz, 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 ganz weit auseinander. Ich glaube, so viele ganz kann ich gar nicht anfügen, wie man eigentlich meint. Weil, oh, ein Donkey-Schalter? Schade, würde ich gerne machen, aber naja, gerade leider nicht möglich. Ich habe den gerade nicht hier und hier ist auch kein Fass in der Nähe, schade. Egal, auf jeden Fall, denke ich, verhaltensmäßig kann man nicht einfach mal alle Leute über den Kamm scheren, weil es gibt 13-jährige Jungs, die sind nicht geschlechtsreif. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß nur, weil er 20 in meinem Alter angefangen hat. Das möchte ich jetzt nicht näher beschreiben. Wann es bei euch anfängt, boah, weiß ich nicht und müsst ihr auch nicht in die Comments schreiben. Wie gesagt, das ist alles privat, aber ich wollte halt mal eure Meinung dazu wissen. Aber verhaltensmäßig zum Beispiel gibt es denn Jungs, die sind sehr frühreif,
So wie meiner zum Beispiel, ich habe dann immer mich früher schon mit den Lehrern viel besser verstanden als mit den Schülern, weil die Schüler einfach nur mal ätzend nervig und kindisch waren und ich weiß nicht, ich mochte die mal nicht, weiß ich, sagte so, Nintendo-Fan, der sagt, andere sind kindisch, wie albern. Und hey, wie geht das Ding hier auf? Wow! Ja. Stempfertacker? Ja, auch nicht. Gut, lässt sich nicht maken. Oh, dieser. Ach, der Move fehlt ja. Oh Gott, den hab ich total vergessen. Und. Oh, scheiße, fuck! Ha! Scheiße, 15 Mal an, so viel hab ich noch gar nicht. Verfickte Scheiße, das ist ja jetzt Fail. Boah, kackenblöd. Wartet mal, ich hab eine Idee. Ich hab doch mit Lenky schon die Tröte, oder? Das wäre ja jetzt. Ha! Super, das passt. Ich hole mir mal außerhalb ein paar Bananen. Das ist, denke ich, jetzt nicht so schlimm, wenn ich die mir schnell hole und dann mich in die dritte Welt aufmache. So einmal swooden. Egal, weiter im Text. Ja. Ich denke, verhaltenstechnisch kann man heute nicht mehr unterscheiden, ob Mädchen oder Jungs weiter sind, weil, also man kann ja jetzt ganz unterschiedlich sagen, was man als reif, also reif im Sinne von sich möglichst erwachsen verhalten unterscheidet. Ich meine, es gibt Mädchen, die sind mit 14 heute schon weit genug Kinder haben zu dürfen, obwohl ich glaube, dass manche davon, oder extrem viele davon, emotional dafür noch gar nicht in der Lage sind. Und genauso gibt es aber auch Jungs, die mit 16 noch total unreif sind. Also da geht die Meinung so weit von auseinander, das liegt einfach daran, dass jeder unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht hat. Ich kenne zum Beispiel aus meinem klassischen Bereich Mädchen, die extrem reif sind für ihr Alter, aber auch, also körperlich sehr reif, aber dafür auch extrem kindisch waren immer. Denn die Mädchen, die extrem spät körperliche Reife, aber dafür schon sehr schnell eine geistige Reife erreicht haben. Und ich denke, da gehen die Meinungen bewusst so weit auseinander, weil das halt einfach eine gute Begründung hat an der Stelle. So, wo Donkeys Schalter ist, weiß ich ja auch. Das dürfte machbar sein. Düb, 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 düb. Und ja, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Was denkt ihr? Also wenn jetzt, ich denke mal, die meisten werden jetzt sagen, oh, ich bin Mädchen. Ich sage aber, die Mädchen sind reifer. das ist das, was viele gedacht haben. So, ich weiß noch, das kennt man vielleicht. Da gab es mal so eine Show auf Super RTL. Nämlich so eine Einkaufsshow. Da musste man immer möglichst viel einsammeln. Welche Leuchtstäbchen aber einsammeln, keine Ahnung. Jedenfalls ging es dann halt immer darum, ob das Jungsteam oder das Mädchenteam gewinnt. Und als Kinder haben wir alle immer so, oh, ich will, dass die Jungs gewinnen. Das haben die ganzen Jungs gesagt. Und die Mädchen wollten halt, dass die Mädchen gewinnen. Das ist ganz normal, dass man halt in diesem Alter immer, also Mädchen waren immer für die Jungs doof und Jungs waren immer für die Mädchen doof. Das ist nichts Besonderes. Das weiß jeder. Und ja, ich habe genauso früher gedacht, also das ist jetzt ganz normal, echt. Aber halt die Frage ist, wann man halt eher anfängt, sich für das gegnerische Geschlecht zu interessieren. Gegnerische, haha, das klang auch gerade ein bisschen scheiße irgendwie. Tut mir leid, das ist sowas nicht gemeint. Aber das ist eine interessante Sache, finde ich. Also auf jeden Fall mal einen Comment schreiben, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ihr wisst ja, ihr kriegt von mir auch gerne Comments back, weil ich schreibe unheimlich gerne zurück. Ich mag das Feedback unheimlich. Yeah, er ist gut, Donkey. Er muss es wieder übertreiben. Er ist definitiv männlich. Es gibt ja viele Klischees über Frauen und Männer. Ja, Frauen können schlechter Auto fahren und was es da nicht alles gibt. Donkey Kong erstmal auf jeden Fall. Ja, das ist eine krasse Sache, weil, naja, man sagt, also es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Sprüche, so wie männerfeindliche als auch frauenfeindliche Sprüche, wie zum Beispiel, Männer sind zu 99% schuld an Autounfällen, weil sie den Frauen die Autoschlüssel in die Hand geben. Das finde ich extrem, ich sag mal jetzt direkt unhöflich. Weil, nein, ich weiß nicht, das ist völliger Schwachsinn. Ich kenne so viele Frauen, die können unheimlich gut Auto fahren und bauen keine Unfälle, aber ich kenne aber auch Kerle, die sind völlige Raser, bauen keine Unfälle. Da gibt es so viele unterschiedliche, also man kann Menschen nicht über einen Kamm ziehen. Der Mensch macht das aber unheimlich gerne, weil er versucht gerne dieses Kastendenken einzuschalten. Finde ich total persönlich total albern, finde ich übelst ätzend, also geht mir persönlich immer sehr auf den Zunder, wenn ich dann immer so, oh, du spielst Nintendo-Spiele, du bist aber irgendwie sehr unreif und so. Und ich sag, meine Mutter ist jetzt, warte, lass mich überlegen, ich vergesse gerne das Alter, irgendwo Anfang 40. Ja, ich sag mal Anfang 40, damit ich nicht auf die Rübe kriege, wenn sie das mal hier sieht. Wir haben noch einen Knarre, oder? Los, komm, wir holen uns noch mehr, los. Hier ist nämlich nochmal was, und zwar auch für unsere Knarre. Und aufgeschossen, zack, bam, und noch eine Banane außerhalb. Und ich spiele auch noch Nintendo-Spiele. Ich meine, ja, das ist ein Skyward Sword angefangen. Und ich sage, das ist nicht kindisch, oder wie? Ich sag mal, warum ist Nintendo-Spielen oder überhaupt Videospiele spielen unbedingt kindisch? Ich meine, das ist auch so eine auseinandergehende Meinung. Was ist denn überhaupt Reife? Wie verhält man sich erwachsen? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Videospiele spiele und auf der Straße mit Drogen voll gekifft und 14 bin und jemand zusammenschlage, ist das erwachsen, oder wie? Ich weiß nicht. Also, da gehen die Meinungen sowas von weit auseinander. Das ist ein Thema, was schwer zu beschreiben ist. Aber ich wollte es unbedingt jetzt machen. Ich hatte irgendwie Lust zu. Hat da so einen Redebedarf, wir hatten halt so ein anregendes Gespräch, dachte ich, oh ja, das erwähnst du im Let's Play auch unbedingt mal. Und Switch wird,
Ich glaube, ich erwähne hier wirklich gerade echt zu wenig vom Spiel. Also auf jeden Fall, Tiny hat sich lang gemacht und hier können wir was Neues freischalten. Erstmal eine Fee, eine Bananenfee offensichtlich, die hat einen Bananenschal auf dem Schädel. Und sie hat noch so ein paar andere körperliche Attribute. Na gut, wo wir schon bei körperlicher Reife sind, nicht wahr? Hehe. Grundgültiger, vor kurzem gab es diese fürchterliche Erschütterung. Meine Bananenfeen sind vor lauter Panik davongeflogen. Eine stattliche Belohnung für jeden, der sie findet. Und also ich bin gerade weiblich, deswegen interessiert mich das hier wirklich. Hust. Keine Aufregung, gute Fee, meine Freunde und ich werden auf unserem Abenteuer Ausschau nach ihnen halten. Ja, machen wir auf jeden Fall. Damit können wir jetzt nämlich die Bananenfeen einsammeln. Oh, wie lieb von dir. Aber die Feen lassen sich nicht einfach einfangen. Die einzige Möglichkeit ist das Insektennetz aus Skyward Sword. Nein, falsch. Besteht darin, die speziellen Fotos aus Bananenschalenpapier zu knipsen. Was zum Geier? Ich glaube, wer sich das ausgehört, der hat echt gekifft dazu. Dazu brauchst du diese magische Kamera, der... Ja, ist ja gut, Mann. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und wir kriegen noch etwas Bonomäßiges, und zwar die Hyperwave. Cool. Ziemlich geil, die Sache. Einfach B angreifen, gedrückt halten und schwamm. Wow, it's cool. Die kann jeder Kong, soweit ich ihn habe, benutzen. Das heißt, auch Chunky hat diese Fähigkeit direkt. Und die kann man sehr effektiv nutzen, um Münzen zu verdienen. Ich denke mal, das zeige ich euch auch noch. Weil dann hat Chunky nämlich, wenn wir ihn freischalten, gleich ein paar sehr gute Münzen, oder? Ich denke, da gehe ich dann noch nicht gleich in die dritte Welt, aber das macht ja nichts. Also schreibt mal, was ihr davon haltet. Das bin ich jetzt schon zum 10 Millionen Mal wahrscheinlich. Egal. So, dann würde ich sagen, gehen wir einmal zurück. Weil ihr habt ja gesehen, vielleicht am Anfang des Parts, wenn ihr den ersten Part gesehen habt, hier gibt es auch zwei so eine Erdfelder und die will ich natürlich auch haben. Ich werde alles finden. Alles, wirklich alles. Nein, das geht wahrscheinlich nicht, weil irgendwas kenne ich bestimmt noch nicht. Oder ich werde es aber sehen im Let's Play, weil man kommentiert und da ist die Konzentration für Spielgeschehnisse ein bisschen herabgesenkt, sag ich mal, so direkt. Also naja, das ist auch so ein Thema bei Jungs und Mädchen, weil man kennt das auch klischee-mäßig. Ich glaube, das ist auch sogar wirklich ein Klischee. Ich möchte jetzt keinem Mädchen damit zu nahe fallen. Man sagt ja mal, Mädchen suchen sich im Alter von 14, 15 gerne und ja, ich sammle es mal einfach ein. Eine 5 Münze, die hier fehlen, Kong, ich erklär's mal ganz kurz. Ja, quatsch mir nicht voll. Also, wenn man die einsammelt, kriegt jeder Kong 5 Münzen. Super. So, kurz erklärt und weiter im Text. Ja, ich denke, so ein Klischee, dass Mädchen sich im Alter von 14, 15 gerne für die erwachsenen Männer interessieren, weil die, also jetzt gehen die Meinungen wieder mal auseinander. Einige behaupten, naja, die Männer sind einfach schon etwas reifer und die sind denn geistlich auf einem Niveau. Das glaube ich eher weniger, dass ein 19-Jähriger, 20-Jähriger, also die Mädchen, also das ist doch, manchmal gibt's das wirklich, das habe ich selbst schon bemerken müssen, dass die Mädchen dann auf ältere Jungs stehen irgendwie. Er ist 20, sie 14, also gerechtlich, wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, der würde... Oh, fucking Dreck! Ach, scheiße. Der würde direkt sagen, da stimmt doch was nicht, das ist ja rechtlich nicht ganz so... Hä, astrein, ne? Das kennt man alles, damit hatte ich selber schon das Erlebnis gemacht, ne? Dum, 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 dum. So, jetzt hier aber bitte mal ein bisschen... Twap! Und hepa! Und hep! Ah, geht doch. Dum, 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 dum. Also da braucht man jetzt keinen Anwalt holen, man weiß, dass das nicht ganz so koscher ist, wenn sie unter 16 ist und er über 18, ne? Das ist ganz klar, das kennt man. Oh, schwutsch, 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 und noch eine Münze, super, geil. Ich denke mal, damit haben wir die Geldsorgen definitiv hinter uns, aber ich denke mal, ich werde trotzdem versuchen, so viele Münzen, oh, schwutsch, ausgerutscht, doch so viel wie möglich an Münzen einsammeln, wenn ich sie finde, weil ich habe jetzt in den Titel wieder oben eingetragen, 101%, ja, also bedeutet das damit auch indirekt, dass ich wirklich über 100% kommen muss, was gar nicht so einfach ist, wie ihr euch das vorstellt. So, way out, let's go, auf in die dritte Welt. Denk mal, im nächsten Part können wir dann Chunky schon in unser Team begrüßen und auch schon die ersten Sachen mit ihm einsammeln. Das, denk mal, ist kein Thema, wenn ich jetzt noch weit genug komme. Ja, also ist eine krasse Sache. Ich weiß nicht, ich habe ja, um es manchmal zu erzählen, mein Werdegang, ja, ich habe ja die 10. Klasse damals verkackt, das hatte so gewisse Gründe, die möchte ich jetzt an der Stelle nicht nennen. Wer interessiert, ich glaube nicht, dass es irgendwie interessiert, warum ich über den zweiten Bildungsweg die 10. Klasse nachgemacht habe. Und ich stecke jetzt 11. Klasse im Abi und 10. Klasse ist mir ein Mädchen begegnet, die war, warte, lass mich überlegen, 18 und ihr Freund war 26. Und ja, ne, das ist aber alles schon erlaubt, weil sie halt über 18 ist und so. Warum laufe ich ja nicht? Ich kann mich doch beamen, ich Trottel. Dö, 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 dö. Eigentlich können ich auch die ersten Bananen fotografieren. Na komm, wir holen uns erst Chunky. Das ist jetzt erstmal unsere oberste Pflicht, alle Kongs zusammenzuschleppen. Denn Freiheitsberaubung geht gar nicht klar. Let's go. Schwutten. Jetzt haben wir 15 Bananas. Alles very good. So, komm her, du beschissene Tür. Jetzt gibt's aber erstmal richtig auf die Klöten hier, ne, du Hansi. Mach schon, zeig mir die Bananas. Wie immer, ich will weg hier, Mann. Schwut, 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 schwut. Und weg. Let's go.
Ja, also keine Ahnung, was haltet ihr von, also wenn ihr jetzt zum Beispiel jung seid, könnt ihr mal sagen, ob ihr eher ältere oder jüngere Mädchen bevorzugt. Ich habe so einen Ticken manchmal, dass ich, ich weiß nicht, ist komisch. Also immer unterschiedlich. Je nach Laune habe ich das Gefühl. Könnt mich sagen, oh, das ist einer der Kongsmann, fangt ihn! Elzebelzmann, fangt mich, wenn ihr könnt! Wuhu! Ja, er sitzt da vor dem Bildschirm und guckt zu. Ey, der Bursche ist flink, Mann, was hat er auf seinem Rücken? Ah ja, unser geiles Jetpack, Mann. Jetzt brauchen wir bloß noch die Kokosnuss. Ach Quatsch, die. Okay, ihr habt das nicht anders gewollt. Oh. Ich glaube, da sind zwar zwei hohle Köpfe ineinander gelaufen. Ja, und der sitzt da vor und freut sich einen Keks, Alter. Wir sind in der dritten Welt. Fabrikfatal. Cool. Dödem, und um von dem Thema mich nicht irgendwie ablenken zu lassen mit dem Spiel. Das ist komisch. Also. Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Also ich habe, glaube ich, eher den Fable für ältere Mädchen. Keine Ahnung warum. Hilfe, Mann, ich will hier weg! Oh, ich sehe schon Tiny Bananen, das ist sehr gut. So, aber erstmal Plates aktivieren. Eins und gleich die zwei oben drauf. Aber hier werden Lenken Bananen. Scheiße! Hier ist ein Schalter, da komme ich, glaube ich, nicht drum herum. Come on! Typi verfolgt mich! Was macht der Schalter wohl? Einmal ein cooles Kamerascrolling, das liebe ich in diesem Spiel unheimlich. Swoot, swoot, swoot. Open sie Luke, würde ich sagen. Einfach mal so. Oh, 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 ihr kranken Spinner, Mann. Hier, watz. Oh, Mann. Watz, watz, knacks. Watz, knacks. Und einmal Hyperwave. Diese Typis sind nicht anders zu besiegen als mit der Hyperwelle, mit Musik oder auch mit Orangen. Wie sie sterben, finde ich übelst geil. Bananas. Was komisch ist eigentlich, ist, auf dem Tiny-Ballon stehen auch gelbe Bananen. Eigentlich müsste doch der Ballon immer gleich sein und die Bananen auf dem Ballon müssten unterschiedliche Farben haben. Das wäre eigentlich logischer. Aber na gut, da streite ich mich drum. Jedenfalls, ich keine Ahnung. Also ich würde gerne mal von Mädchen und von Jungs da mal Kommentare haben. Seid ihr auch vielleicht auch Mädchen, die eher auf die älteren Jungs stehen? Es ist ja wirklich manchmal wirklich so, dass die Jungs einfach mal ein bisschen unreifer sind. Aber es gibt natürlich auch andersrum so eine Sachen. Ich sehe da manchmal solche Spezies, das sage ich jetzt ganz bewusst. Wie komme ich da rein? Hey, aufmachen! Ich kann aber nicht wahr sein. Du blöde Potzau! Oh, falsche Richtung. Wow, wow, wow. Geh auf, du Tür! Gut. Oh. Irgendwas explodiert hier gerade mehr. Gut, ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Da sind allerdings Tiny-Münzen. Das finde ich scheiße. Ich will da ran. Wie geht die Tür auf? Verfickt und zugenäht. Also, Hust. Also, da, ja, genau. Wo wir schon bei dem Thema sind. Nein, das schneide ich jetzt nicht an. Gut, dann müssen wir wohl übel nach links. Man lässt uns keine andere Wahl. Scheiße, jetzt werden hier Donkey-Bananen. Überall Bananen verteilt. Ist doch furchtbar. So, und jetzt hier einmal schön Bomseleng. Oh, der stirbt so schön Oscar-reif. Und einmal kriegt der Roboter im Gang hier den Oscar für den für die beste Todesszene, ja. Soll ich sagen, wow, wow, wow. Hier geht's ziemlich tief runter, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wow, shit! Oh, Alter, Herzkasper. Warte mal, war hier nicht zwischendurch? Wartet mal. 12, 7. Ah, Mann, mein Erinnerungsgedächtnis funktioniert sehr gut, was das belangt. Ihr seht, hier war ein Tiny Banan irgendwo inzwischen hier im Fenster verdeckt. Fiese Sache. Wie das aussieht. Ich kletter bloß nicht zu viel, weil sonst gibt es wieder irgendwelche komischen Kletter irgendwo hoch und es gibt Lex, beam mich zum Start zurück, Lex. Hier können wir auch jetzt erstmal Fotofilme einsammeln. Hier, warte mal weg. Ich weiß nicht, also es gibt davon ganz, ganz viele unterschiedliche. Ich kenne zum Beispiel auch grundsätzlich irgendwelche Jungs, die sich mal jüngere Mädchen aussuchen, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil das, naja, je nach Alter kommt das schon ein bisschen pedo rüber, wenn ich ehrlich sein darf. Und ich bin einfach ehrlich, weil ich bin das... Fuck! Hier wäre eine rote Blaupause. Uah! Gut, mit dem lege ich mich jetzt einfach mal standeshalber nicht an. Wird jetzt kein... Weh, jetzt kommt hier irgendeine Kiste raus. Ah, gut, gerade nicht. Oh, Platte 4, dankeschön. Einmal aktiviert und dann tschüssi. Oh, hier geht's wieder mal... Ey, was ist denn das für eine Scheiße eben? Didi, dann wieder Donkey. Es geht hier hin und her und wir sind angekommen. Cool. Da oben. Chunky, du blöde Sau. Hier kickt. Tja, jetzt aber, wie kriegen wir ihn hier runter? Ich denke mal, das klären wir im nächsten Part. Auf jeden Fall, schreibt mal dazu, was ihr davon denkt. Ich bleib mal hier. Ich denke mal, hier bin ich irgendwo sicher. Hier in der Ecke. Hihi. Ich verstecke mich. Huhu. Also, Freunde. Ach, Quatsch, das ist doof. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Haut da rein und ciao.